Meine Yacht ist bereit zum Ab... Deine Yacht? Kukui? Willst du mein Sugar Daddy werden? Aber die Yacht! Gib mir die Yacht, Mann! Verdammt, warum hast du eine Yacht? Du bist ein Professor! Du machst den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwelche Kinder zu knechten, dass sie den Pokédex vervollständigen sollen. Und ich darf nicht mit der Yacht fahren. Toll. Darf ich ihm etwas... Nein, ich bin jetzt wütend. So, TMs sind ultra wichtig. Da wird nämlich jetzt Erdbeben drin sein. Bam, 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 bam. Lichtkanone! Okay, es ist besser als jetzt irgendwie Frustration oder so. Oh, Alola Professor Eich, dich habe ich ja voll vergessen. Und hast du auch eine Yacht? Ich meine, Professor Eich ist weltbekannt und du bist die Alola-Form. Von daher, der Typ hat bestimmt eine Yacht. Wir können jetzt ein Pokémon... Ach so, warte mal, Tauros kann ja nicht schwimmen. Seid ihr zwei... Nein, nein, ich kenne den nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist ein Stalker. Der will mir ein Haus verkaufen. Der ist meine Großmutter. Genial, genau so ist es. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und... Akala. Neue Insel, neues Glück. Oh, ein Goofer-Surfbrett. Und da ist Saganabis und da ist Alabis und da ist Lumineon. Und das Orange hier? Keine Ahnung. Das ist dieses Mabula. Und das da? Alter, könnt ihr beide mal weggehen? Ihr steht dezent im Weg. Tali, du bist so fett, dass ich hier nicht durchkomme. Ja, Professor Kukui, ich hoffe, du fühlst dich schlecht, Mann. Und ihr genießt einfach die Yacht, Alter. Was soll das hier? Masho-Mai-Look. Ach, ja, hallo, liebe Myla. Myla wird 6 Pokémon haben. Masho-Mai-Look. Ich meine, was ist der Masho-Mai-Look? Einfach Muskeln haben, oder wie? Ich glaube, da kann er nicht viel dagegen tun, außer jeden Tag einen Döner fressen. Wobei er dann wahrscheinlich eher einen Violet-Look hat. Ach, Sina und Dexio, könnt ihr bitte wieder zurück nach Carlos gehen? Eure Brillen sind so übel. Warum ist hier keine XY-Musik? 3 Pokémon. Rockare. Ach, wie billig. Und dann noch so einen hässlichen Hyperball. Nee, ich habe schöne Pokebälle. Die sind so schön rot, weißt du? Aquavelle. Oh mein Gott, Hilfe. Vati. Ach, das ist ja niedlich. Weißt du was? Dann können wir zum ersten Mal Gato reinschicken. Denn Gato... Der wechselt aus zu Kecleon. Denn Gato hat endlich mal eine Bodenattacke. Geil, Mann. Stärke 70. Bam. Ja. Oh, verdammt. Finde das effektiv. Finde das effektiv. Bro, chill mal. Bro, du nervst. Geh endlich weg, ey. Meine Güte. Verdammtes Kecleon. Ja, du verdammtes Kecleon. Geil. Stärke 75. Selbstheilung. Ja, komm, jetzt noch Sina. Ich bin bereit. Hallo? Sina? Boah, jedes Mal, wenn ich kämpfen will, haben die keinen Bock mehr. Der Typ da hinten. Dui. Da ist er. Und da ist er wieder weg. Und da ist er wieder. Und da ist er wieder weg. Und da ist er wieder. Und da ist er wieder weg. Warte, neue Route, neues Glück. Ich darf neues Pokémon fangen. Let's go. Route 4. Neues Pokémon. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Helix Fossil. Das ist schon das zweite Fossil, das ich habe. Geil. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingehe, aber es hält mich nicht auf. Oh, nein! Da war der Plätscherhügel oder so. Panzer Aeron. Ach, du Kacke, das werde ich doch nie besiegen. Naja gut, das Ding wird mich aber auch nie besiegen. Verwirrt. Also eigentlich wollte ich halt nur ein neues Pokémon. Ist das der Plätscherhügel? Nee, was zum Teufel ist denn das? Ganz viele Pikachus? Habe ich gerade einen Albtraum? Ich glaube, ich gehe lieber. Pikachu-Tal. Ja, das ist definitiv ein Albtraum. Boah, Alter, was bist denn du für ein Neckbeard, Junge? Was ist das hier? Warum ist das hier? Was ist das? War ja nicht mal der Plätscherhügel oder so? Haben die aus dem Spiel entfernt für verdammte Pikachus? Da oben ist ein Fleckmon. Hat der Ort ja doch noch was Gutes. Ich geht's. Einfach gejumpscared. Noch eins. Es hört gar nicht mehr auf. Ist da eine Pikachu-Klonmaschine drin oder was? Da werde ich heute Nacht auf jeden Fall nicht mehr schlafen können. Oh, jetzt habe ich schon 3 Fossilien. Naja, neue Route, neues Glück. Und das nächste Pokémon ist ein... Ein Rayquaza. Das nächste legendäre Pokémon. Das denkt man sich nicht aus, ey. Also ich habe jetzt einen Giratina. Ich habe einen Deoxys Rayquaza. Ich sag einfach, dass ich mir das verdient habe. Aber hey, es wird wahrscheinlich nur Mist können. Also ist es nicht ganz so gut. Genau wie das Deoxys, das bisher noch nichts gelernt hat. Ich nenne das Ding einfach mal... Denn es ist einfach... Kommt aber in die Box. Okay, was hätte ich hier noch bekommen können? Laukaps. Oder ein Despota. Ihr glaubt es nicht, aber... Der Typ hat Azis Fluet. Er hat das seltenste Pokémon aller Zeiten, weil es das noch nie offiziell gab. Alter, das ist übel krass. Jetzt stellt euch vor, das hat der Lux Calamitatis. Naja, tschüssi Azis Fluet. Wunderschön. Du kleiner Hacker, Alter. Ich mach dich platt. Ich werde dich ausrauben. Ich werde Team Skull joinen, nur um dich auszurauben. Ich nehme dir alles weg. Aber erst muss ich Lilly davon erzählen. Boah, Lilly, du glaubst nicht, was ich gerade gesehen habe. Ist unfassbar. Oh nein, warte, Tali. Tali, wir kämpfen. Er hat 6 Pokémon. Er hat 6 Pokémon. Verdammt. Tali hat 6 Pokémon. Ich gebe auf. Ich hätte Rayquaza mitnehmen sollen. Oh, nein. Nee, er hat 5 Pokémon. Okay. Warum fängt er ständig mit seinem Starter Akkub an? Ich bin halt der Ansicht, dass ich Rayquaza hätte mitnehmen sollen. Oh mein Gott, es macht so keinen Schaden, Mann. Es ist zurück... Lol, ich habe zurückgeschreckt. Bam. Oh, Kinoso. Sonnentag, lol. Es würde zur Sonnenform. Ey, geil. Schaut euch das an. Es ist so hübsch. Talis Musik ist irgendwie so lustig. Wie so richtig uplifting. Da fühlt man sich einfach gut. Egelsam. Oh. Mega Rex Blizzard. Ja, jetzt kommt direkt noch der Hagel raus. Ich brauche dringend ein Feuer-Pokémon. Ich kann absolut nichts gegen den einwechseln.
Mann. Angeberei? Okay. Ja, dann gib halt mit deinem Mega-Pokémon an. Mir doch egal. Jawohl, hier kommt mein Wasserring. Gott sei Dank habe ich Rayquaza nicht mit reingenommen, sonst hätte ich noch eine Eisschwäche. Weißnebel? Das dauert 20 Jahre. Bro, hör doch auf, mich die ganze Zeit einzuschläfern, ey. Das ist so nervig. Tandrak. Oh, lol. Tarnung? Als was willst du dich jetzt tarnen? Als Mega-Pokémon? Das wird nicht funktionieren. Bye-bye. Algit. Der hat auch noch die Vor- und Ver- Es ist shiny. Er hat einfach Tandrak und Algit und... Es ist shiny. Es ist verdammt nochmal shiny. Wow, es setzt wieder Tarnung ein. Ja, es will nicht mehr shiny sein, ne? Talia hat einfach ein shiny Pokémon. Das ist ja super lustig. Erst treffen wir auf Azis Floette und dann auf das Ding. Das ist heute sehr interessant. Naja, lass mich in Ruhe, Mann, du nervst. Oh, Hennafarm, neue Route, neues Glück. Alte Oma, geh weg. Boah, du alte Oma. Vorschüler, Jessica. Ja, Mann, Alter, du siehst gerade so aus wie eine Vorschülerin. Da ist die Frage, was macht die alte Frau bitte in der Vorschule? Und warte, kann es sein, dass sich das Ding jetzt... Es verwandelt sich. Es hat Bock. Wow. Naja, jetzt kannst du mal meinen Gigasauger essen. Geil. Tränendrüse. Brauchst gar nicht erst losholen, Mann. Mir egal. Ich meine, du hast mich herausgefordert, du alte Oma. Top-Genesung? Eine alte Oma, die sich als Vorschülerin ausgibt und sich Top-Genesung leisten kann? Willst du mich verarschen? Bro, das ist ja übel dreist. Ne, Purmel. Neue Person, die mich nervt. Was geht? Ein Captain ist hier? Mir egal. Ihr werdet alle rausgeschnitten. Ja, sorry, Maho, auch du. Also, wo war ich? Ach ja, neue Route, neues Glück. Los geht's. Ein Mega-Kamerupt. Yo, Bro, was geht ab? Du bist ultra geil, du kommst sofort ins Team. Da brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals wieder Feuer-Pokémon bekommen werde, liegt bei null. Weil es gibt keine Feuer-Pokémon. So ein richtig fetter Vulkan. Ach, Bliss, du musst gehen. Du kannst sowieso nichts. Flammensturm, Stärke 80. Yo, kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Die Hälfte von dem gammelt auf dem PC. Metagross, Mega-Metagross, Mega-Metagross. Es ist Mega-Metagross. Natürlich ist es das. Da kann Vulkan direkt mal zeigen, was er drauf hat. Was sie drauf hat, nicht wahr? Verdammter Vulkan. Bodycheck. Okay. Das hat die Hälfte gemacht, Alter. Was? Bitte, Vulkan. Mach Ultra-Vulkanausbruch. Bam, tot. Komm schon, komm schon. Danke. Genesect. Sag mal, was hast du denn für Pokémon? Bitte kein Spezialangriff. Oh, das war so klar. Zielschuss. Okay. Ja gut, das Ding kann sowieso nichts, das mir gefährlich sein könnte. Von daher machen wir hier noch einen Flammsturm. Bam. Mit einem Schlag weg, Vulkan. Beste. Ja, ich kümmere mich gut um meine Pokémon. Es hat hier nach Ramot gegeben. Lol, ein zweites Feuer-Pokémon. Ja, und dann der ganzen Challenge werde ich gar keins mehr bekommen. Oh, ich könnte jetzt Pokémon ausbrüten. Ha, das war noch eine Zeit, als ich mein ganzes Leben hier drin verbracht habe. Ja, ja. Die gute alte Zeit. Neue Route. Achso, du wirst gar nicht kämpfen. Oh Gott, Doppelkampf. Erst neues Pokémon. Und das nächste Pokémon ist... Lol, noch ein Saganabesee, aber ich darf nicht zwei haben. Och, komm schon. Surprise. Okay, gut. Du wirst niemals ins Team kommen, aber... Ja, was soll's. Okay, ich mach den Doppelkampf. Das wird wahrscheinlich ultra schwer. Fukano? Kikugi. Okay, es wird ultra einfach. Naja, und selbst wenn, niemand könnte dieses Duo hier besiegen. Absolut keiner, okay? Erdkräfte. Erdkräfte. Vulkan will Erdkräfte lernen. Tja, habt ihr beiden euch so gedacht? Oh, Tali. Gladio. Wir müssen gegen Gladio kämpfen. Ach, Gladio, Alter. Was willst du? Oh Mann, Chiara. Dieser Typ macht mir Angst. Ja, der sieht auch kriminell aus. Schau dir den mal an, Alter. Was ist das für einer? Okay, Gladio. Weißt du was? Wenigstens können wir die schöne Musik genießen. Und ich glaube, der hat nur zwei Pokémon. Nee, er hat vier. Dabei hat er eigentlich nur ein Pokémon. Fast das Snob. Oh. Ja, ja, Vulkan macht das easy platt. Und bam. Mit einem Schlag. Mantyrps, wie süß. Eskalar. Ja, auch schwach. Mewtwo Mega Mewtwo X. Ich habe nicht meine Ohnlichtattacke. Kann mir mal bitte jemand verraten, warum der Typ ein verdammtes Mewtwo hat? Egal. Ich gehe davon aus, dass er nichts Effektives kann, weil Mew... Du brauchst nichts Effektives, es macht übertrieben viel Schaden. Exo ist schon ultra angeschlagen, aber legendäre Pokémon kann man nur mit legendären Pokémon besiegen. Vor allem, wenn es ein verdammtes Mega Mewtwo X ist. Mit den OP-sten Werten, die man sich vorstellen kann. Und er Burn, bam. Ja, schaut euch das an, es macht gar keinen Schaden. Sehr, oh nein. Das ist aber kein Problem. Das ist kein Problem. Wir machen nämlich einmal kurz einen Schattenstoß und dann bist du weg. Bye bye. Ich kann dich nicht ausstellen. Danke. Das kann ich auch von dir sagen. Aber deine Musik ist geil. Und jetzt hau ab. Boah, noch ein Doppelkampf? Ach, komm schon. Rotom? Citra King! Das ist alles andere als lustig. Okay, ich muss hier auf jeden Fall sehr aufpassen. Es kann auf jeden Fall eine Elektro-Attacke Windhose. Aha. Oh, das ist effektiv. Aber egal. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Rotom weg. Das ist das größere Übel. Schockwelle. Oh! Oh mein Gott, war das viel Schaden. Boss! Boss ist zurück. Boss ist zurückgeschreckt. Oh mein Gott. Dann muss ich hier Gato einwechseln, weil er wieder Elektro-Attacken einsetzt. Die Antikraft wird nicht killen. Oh Mann, ey. Fluchtwert steigt. Egal. Bro, Exo ist zurückgeschreckt. Das heißt, das verdammte Rotom lebt immer noch. Ich krieg eine Krise. Ach, komm schon, bitte.
Danke. Eieiei, das ist gerade ultra schwer. Nope, mich kannst du nicht besiegen. Lin ist zurückgeschreckt. Lin, komm schon. Mit 6 KP überlebt. Easy Club. Ich vertraue meinem Pokémon. Naja, und den Rest kann Vulkan machen. Eieiei, Bro, das ist so stressig hier. Plätscherhügel, neue Route, neues Glück. Aber wir dürfen das nach dem Erscher Pokémon fangen. Ich habe gerade genug gemacht, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Ich habe Lapras. Ich kann jetzt endlich neue Pokémon fangen. Geil, Mann. Lapras, let's go. Item. Was? Ich bin noch im Wasser. Du Betrügerin. Seit wann können die das? Ja, das ist alles für einen Supertrank. Toll. Jetzt kommt das Lusardin. Das wäre so geil, wenn das wieder vergisst, sich zu verwandeln. Aranestro? Aranestro ist in dem Spiel jetzt der Herrscher. Lol. Die haben Lusardin einfach ersetzt. Das ist ja unfassbar. Und das ist ja... Ein Satzenia. Seine Initiative, das ist egal. Oh, warte, es herrscht hier Regen. Das heißt, meine Feuerattacken werden abgeschwächt. Oh nein. Ja, ja, ich wechsle schon auf. Volltreffer. Danke, Mann. Lamelux, verdammt. Das heißt, ich muss nur eine Runde überleben und dann werden beide geone-shottet, oder? Na, nee, geht ja nicht wegen dem Regen. Ich wurde verwirrt. Und jetzt werde ich auch noch eingeschläfert. Das denkst du dir nicht aus. Naja, ich krieg das hin. Keine Sorge. Ja, ich wurde wieder eingeschläfert. Und dadurch, dass es schneller ist, setzt das die Attacke immer zuerst ein. Oh, und jetzt werde ich auch noch verwirrt. Geil. Das einzige Gute ist, dass die halt gar keinen Schaden machen können. Das heißt, ich muss nur warten, bis ich aufwache. In 100 Jahren oder so. Oh, endlich. Bitte greif an. Komm schon. Oh, danke, Mann. Das Lamelux ist einfach gleich wieder komplett aufgefüllt. Schlafpuder. Oh, geil. Bro, ich habe kaum noch KP. Schlafpuder. Ich hasse alles. Bitte triff, wenn du dich jetzt selber verletzt, dann war's. Das war so klar. Bro, wie das andere Ding jetzt auch Schlafpuder einsetzt. Ey, ich heule gleich. Das ist so übel. Boah, die machen beide zusammen einfach mehr als die Hälfte. Oh, das war's mit Satzenia, aber ich glaube, Boss muss ich jetzt verabschieden. Es setzt nur Schlafpuder ein. Gott sei Dank, Boss lebt noch. Rosé kann Gott sei Dank nicht eingeschläfert werden. Das heißt, ich muss jetzt einfach so lange Giftstachel spammen, bis der tot ist. Oh, du bist so... Du wirst rausgeschnitten. Der Herrscher kam einfach direkt aus der Hölle. Exo will Drachenklaue erlernen. Ich bekomme eine Angel. Oh, ich darf jetzt ein neues Pokémon fangen. Wehe, da kommt jetzt nichts Gutes, Mann. Das war einfach heute eine absolute Tortur. Riesenperle. Ach, komm schon. Und das nächste Pokémon wird ein Mega-Bibor. Alter, wie geil. Dass das Ding ins Team kommt, sollte klar sein. Ich finde irgendwie, dass der Name passt. Deswegen nenne ich das Ding Killer-Bibor. Ich meine, schaut euch das verdammte Ding an. Die Attacken sind zum Weinen. Naja, ich habe genug für heute, Alter. Das war absolute Katastrophe. Yo, hier wird es auch ein Giratina geben. Okay. Ich gehe ins Pokémon Center und lass mich verarzten. Okay, genug geschlafen. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Warte, gehen wir jetzt zur Biene Maho? Wenn ja, nein, warte, wir gehen erst zum Vulkan. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Oh, die Frage hat sich... Nicht erledigt. Gyroball. Naja, wir haben zumindest noch keinen 10.000 Tonnen Koloss, so wie Misty. Von daher... Nein! Können wir damit nicht allzu viel anfangen? Gentleman Daniel. Wenn du ein wahrer Gentleman bist, dann hast du jetzt nur Müll-Pokémon. Dankeschön. Achso, und wir haben jetzt Coco im Team statt Boss. Denn Boss hat absolut keine Lust, Unlichtattacken zu lernen. Und Coco hat beides. Sowohl Flug als auch Unlicht. Du bist so schwach, du verdienst es, rausgeschnitten zu werden. Die ist scheinbar so schwach, dass sie aus dem Spiel rausgeschnitten wird. Die ist unsichtbar. Bro, der macht gerade Workout unter einem Auto. Kann es sein, dass deine Beine im Auto drin stecken und du nicht mehr rauskommst? Was? Der hat einen Mega-Bisa... Doch, das ist mega Bisasaur. Bye bye. Boah, ich mach gar keinen Schaden. Schlafpuder. Du Opfer. Mogelbäume, könnt ihr mal bitte weggehen? Hallo? Geht weg? Ah, danke. Oh nein. Oh nein. Amamo. Ich freue mich, dich zu sehen, aber ich freue mich nicht, euch zu sehen. Die Pokémon Alola sind wirklich faszinierend, doch sie im Kampf einzusetzen ist schwierig. Ja, weil hier halt alles zufällig ist, ne? Ist ein bisschen schwierig, die überhaupt zu finden. Du bist mir egal. Sorry, Mann. Kein Wunder, die Herausforderung kam ja auch aus weiterem Himmel. LOL! Warum lassen die mir die Wahl? Ich verstehe nicht, was mit denen los ist. Sind die böse? Was wollen die von mir? Ich meine, die tun so, als wären sie böse. Aber aus irgendeinem Grund sind die voll nett zu mir. Naja, Manager Scarlet. Eviltal! Oh, mein verdammtes Eviltal! Okay, ich werde direkt den Vulkan einwechseln, denn ich habe absolut keine Ahnung, was das Ding jetzt für Attacken haben wird. Und ich will es auch gar nicht herausfinden. X-Abwehr? Es steigert seine Verteidigung? Okay, gut. Dann mache ich einen Flammsturm, der spitz... Doppelt. Oh nein. Ich werde nie wieder treffen, oder? Nee, mein Flammensturm trifft. Oh Gott sei Dank. Das könnte Tut KO werden, oder? Jawohl. Okay, das sieht richtig gut aus. Kann es sein, dass ich nie wieder treffen werde? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt es trifft, das war's mit Eviltal. Oh. Jawohl. Das hätte richtig hart nach hinten losgehen können. Aber Gott sei Dank können wir immer auf Vulkan vertrauen. Es ist mega Zubiris. Dunkelklaue. Ja, das ist gar kein Problem. Das wird nicht so viel Schaden machen. Das hier wird aber übel reinballern. Schöner Tool KO. Bitte kein Volltreffer. Danke. Und
Tschüssi. Oh, achso, ich dachte, er hat 3 Pokémon. Ich muss den Grund für meine Niederlage erforschen. Du hast ein Eviltal und hast Doppelteam gespammt. Was? Warum machen die auf einmal alle random Sport hier? Wollt ihr zufällig einen Doppelkampf machen? Weißt du was? Ich riskiere es. Ich nehme Tanzunterricht bei Captain Chiave. Okay, aber Chiave ist jetzt gerade nicht hier, ne? Ihr hampelt einfach so random rum. Kaumalat? Pampuli. Och, Gott sei Dank. Okay. Oh, jetzt treffen wir auf die eine da. Ja, lila Käppchen, genau. Oh nein, diese Typen sind gemeine Pokémon-Lieber. Kennst du die etwa? Die wollen mir ein Haus andrehen. Die sind meine Großmutter. Ich kenne den nicht. Warte, die ist der Inselkönig hier? War das nicht Myla? Oh, ach so. Doppelkampf? Nein, okay. Schnutthelm, lol. Okay, der andere noch oder wollt ihr gehen? Boah, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo. Kein Bock, hier meinen Schädel zu riskieren. Ja, richtig so, sonst schlage ich euch die Köpfe ein. Mann, Mann, Mann. Findest du allein nach Hause? Ich? Achso, das Driftlon. Ja, du kannst es ja gerne nach Hause begleiten. Man sollte einen Driftlon niemals alleine nach Hause gehen lassen. Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht entführt das einfach kleine Kinder. Naja, auf Wiedersehen. Ich will auch so ein Pferd haben. Ist das eine neue Route? Das ist Route 6. Und das hier oben ist Route 5. Dann ist das eine neue Route und ich darf ein Pokémon fangen. Okay, dann los. Ah, du Gentleman Kimberley, du. Mega Zubiris. Warum hat jeder ein verdammtes Mega-Zubiris? Wo war ich? Ach ja, neue Route, neues Glück. Mein Taurus ist zu fett, um hier durchzugehen. Wo bin ich hier? Oh, oh, Traumfresser. Ey, ich wusste nicht, dass man hier rein kann. Neue Route, neues Glück. Und wir bekommen ein... Ein Karadonis. Ein weiteres Kampfpokémon. Das ist gar nicht so schlecht. Das könnte sogar sehr gut sein. Kampfpokémon können wir immer gut gebrauchen. Von daher rein mit dir. Ich werde dich aber mal Blaumann nennen, weil es ist grün. Oh, wir müssen erstmal zum Mask Royal. Avenue Royal, neue Route, neues Glück. Aber hier gibt es wahrscheinlich kein Gras. Vielleicht kann ich das Maschomai da fangen. Aber wer will freiwillig Maschomai? Von daher suche ich jetzt Gras. Was ist das hier? Rosa Nektar. Ja, ich nehme einfach Rosa Nektar ins Team. Perfekt. Ich kann hier angeln? Kann ich hier wirklich angeln? Scheinbar nicht. Also, schade. Aber warum kann man dann den Brunnen ansprechen? Oh, ihr alter Gladio, nein! Mimikyu? Hier ist Mimikyu. Nee, hier ist nicht Mimikyu. Hier kann man shoppen gehen. Oh, war damals hier nicht Mimikyu? Oh, das sieht alles so lecker aus. Oh nein, Battle Royale. Das heißt, 3 Pokémon können jetzt auf mein Pokémon eintreten. Das bedeutet, mit etwas Pech werden wir auf jeden Fall ein Pokémon verlieren. Oh, hallo, Mask Royale. Ich frage mich, wer Mask Royale ist. Vielleicht Lily? Was meint ihr? Mask Royale, irgendwie sieht der aus wie Lily. Ja, ich glaube, Mask Royale ist in Wirklichkeit Lily. Oh Gott, es geht los. Ich werde Exo reinschicken, denn es ist das schnellste und stärkste. Lashoking, Klavion, Staraptor. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist gerade sehr stark gesunken. Da ich zuerst angreife... Ja, ich kann Lashoking killen, bitte. Komm, bring es um, bring es um, bring es um. Komm, komm, nein, es hat überlebt. Schmarotz auf mich. Ah, oh mein Gott, oh, das hat wehgetan. Bitte nicht auf mich. Oh, Gott sei Dank. Ich kann Schattenstoß machen. Hahaha, ich hab's geschafft. Ich habe das Battle Royale überlebt. Wäre Exo gestorben, wäre das sehr, sehr traurig gewesen. Ich dachte, der Kampf wird abgebrochen, sobald ein Pokémon besiegt wurde. Oh nein. Schmarotz, bitte nicht auf mich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, nein. 19 KP, 19 KP. Kann ich auswechseln? Ich kann nicht auswechseln. Die haben alle 2 Pokémon und ich nur 1. Das war's mit Exo. Oh mein Gott, mir wurde Exo genommen. Oh mein Gott, nein. Ein Z-Move. Gigavolt Funkensalve. Bro, imagine, der hätte das gegen mich eingesetzt. Schaut euch das an. Boah, krass. Das ist mal eine Animation. Ja, der Kampf ist beendet. Exo ist tot. Wenn ich stark genug ist, kann nichts und niemand beschützen. Bro, ich habe versucht, mein Exo zu beschützen, aber was soll ich machen, wenn 3 Pokémon auf mich eintreten? Und dann hatte ich nicht mal ein zweites Pokémon. Warte, das ist das erste Mal, dass ein Pokémon gestorben ist. Das ist das erste Mal seit dem Neustart. Achso, Bliss hat jetzt übrigens Psychokinese gelernt. Es ist im Team. Na gut, gehen wir zu Chiave. Boah, das wird so übel werden. Boah, da ist... Alter, das sah gerade aus wie so ein Alola-Magma. Neue Route, neues Glück, wir dürfen ein neues Pokémon fangen. Bitte gib mir jetzt irgendwas, was so stark ist wie Giratina. Und wir bekommen ein... Ein Pikachu. Ein Pikachu-Chiller. Ich meine, wenn es Wertelink hat, ist es perfekt. Aber es ist halt nur vom Typen normal. Chili. Okay, kein legendäres Pokémon, schade. Oh, Krawell. Bam. Und mit ein Bliss, du bist schon irgendwie eine Enttäuschung. Aber nicht ich. Ich bin der Beste, sondern das Deoxys, okay. Warte, eine Höhle? Ist das eine neue Route? Nee, es ist kein neues Glück. Schade. Oh, wir sind schon da. Okay, geh los, Chiave. Herrscher am Vierer war das, glaube ich. Oh, jetzt tanzen die wieder, oder? Ich muss kämpfen? Oh. Achso, stimmt, es ist gar kein Knocker. Ja gut, Rotom ist halt auch Geist, das heißt, ich muss hier abhauen. Doppelteam. Oh, nicht schon wieder. Lass mich doch in Ruhe damit. Kann man Doppelteam einfach so ändern, dass wenn man das einsetzt, minus 20 im Fluchtwert bekommt? Das wäre auf jeden Fall sehr angebracht. Eieieiei. Ich meine, Vulkan hat hier einen Vorteil. Wir sind hier auf einem Vulkan. Ich wurde gerade gejumpscared. Gymnast Christine. Okay, Christine, was hast du denn? Skunkapu? Hallo. Aber auch da muss ich wieder aus Bliss auswechseln. Ich glaube, Deoxys ist einfach kein gutes Pokémon. Durchbruch. Bam! Lol, der hat einen Karadonis.
Okay, wer wird gewinnen? Karadonis oder Blaumann? Natürlich Blaumann. Und bam! Und bam! Bam! Tja, netter Versuch. Kannst du meine Pokémon bitte heilen? Weil sonst kann ich Blaumann für den Herrscher nicht benutzen. Schon wieder der? Warte, werdet ihr jetzt twerken? Sieht irgendwie so aus. Oh, da ist ein großes... Warte, das fröhliche Pokémon? Das Herrscher-Pokémon hier ist wirklich ein Knogger? Ja, also nein. Das Herrscher-Pokémon ist in Wirklichkeit ein Mega-Dianzi. Ach, du Heilige. Bro, du warst Fee-Gestein, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Level 33. Plus 2 in der Init. Das ist okay. Ja, das ist absolut okay. Tarnsteine. Das ist ganz, ganz schlecht für Griffeldes. Und für jedes andere Pokémon. Okay, bitte mach ultra viel Schaden. Ach, es könnte besser sein. Spezialverteidigung, das ist gut. Rote, oh nein. Das ist gerade so schlecht, das glaubt man kaum. Antikraft? Au, au, au. Oh mein Gott, Gott sei Dank keine Werteboost. Bam. Schöner Schaden, aber ich muss auswechseln. Oh, perfekt, Doppelteam. Bitte minus 20 im Fluchtwert. Ja, das war's mit Bliss. Ich muss ihn opfern. Ich kann nicht auswechseln, weil die Tarnsteine sind ja auch noch da. Außer die Antikraft killt nicht, aber das ist unwahrscheinlich. Ja, das war's mit Bliss. Ich habe mein Deoxys verloren. Das setzt weiter ein Doppelteam ein. Okay, da kann ich auf jeden Fall in Rosé einwechseln. Es wird eine Antikraft easy überleben, aber halt nicht eine zweite. Bitte keine Werteboost, bitte keine... Oh mein Gott, Volltreffer. Das hätte fast Rosé gekillt. Bro, übertreib. Oh, es hat besiegt. Geil. Danke, Mann. Wir haben den Herrscher besiegt. Jetzt kommt noch das Rotom. Mit plus 3 im Fluchtwert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und oh mein Gott, es hat überlebt. Coco hat die besten defensiven Werte. Von daher muss ich in Coco einwechseln. Das Problem ist nur, ich kann nicht wirklich Schaden machen. Ja, schaut euch das an. Eieiei, es steckt das auf jeden Fall am besten weg. Ja, Coco wird sterben. Ich kann es halt nicht besiegen, das ist das Problem. Aber ich kann zumindest noch so viel Schaden wie möglich machen. Schockwelle, es hat den Angriff gewechselt. Das war's mit Coco. Oh, verdammt. Dann werde ich Lynn auf jeden Fall nicht einwechseln können und ich werde stattdessen Vulkan einsetzen. Es ist gezwungen, wieder Aufruhr einzusetzen. Bitte kill es, bitte kill es, bitte kill es. Oh, es hat überlebt, nein. Bitte kein Volltreffer, bitte kein Volltreffer. Dankeschön, Flammensturm. Und das war's mit dem Ding. Ach, du Heilige, war das knapp. Das war übel. Oh, ich habe Glurak bekommen. Das heißt, ich kann jetzt fliegen. Naja, ich fliege erstmal in den Urlaub und beim nächsten Mal geht's weiter.